Nein, wir erwarten gar nichts. Wir freuen uns auf einen tollen First-Class-Service. Es gibt ja heute ein neues Menü und wenn man das Menü wieder sieht, dann fragt man sich, ob sich die überhaupt noch mal Gedanken machen, auch ein Menü zusammenzustellen, was von einer nicht nur Vielfalt ist, sondern auch von etwas, was man gerne isst. Also ich sag mal, Rinderfilet ist immer sehr schwierig an Bord, da weiß man nicht, wie wird es zubereitet und wie funktioniert es. Ein Skrei mit Spinatrisotto, lila Gnocchi. Also ich meine, Gnocchi ist eigentlich mehr eine Vorspeise. Italiener würde sagen, ist keine Hauptspeise. Gebratener Rosenkohl, na gut, also das müssen wir uns auf jeden Fall mal als kleine Vorspeise geben. Gebackener Kabeljau mit Knoblauch, Chili, Trüffelsud. Tja, Kabeljau gebacken. Ich weiß noch, letztens gab es einen fantastischen Lachs. Der war wirklich sensationell. Naja, wir müssen ein bisschen anders denken. Bleibt natürlich beim Kaviar, es bleibt bei mariniertem Oktopus. Hoffentlich nicht den aus der First Class. Der ist ja ziemlich hart. Kalbsrücken-Thunfisch, das ist auch First Class Lounge. Ich meine, wer will jetzt das Essen von der First Class Lounge? Also, wir wollen ja positiv bleiben, aber es könnte sein. Gorgonzola. Sie fragen, welcher Gorgonzola? Und Blattsalate ist immer nett. Das kann sehr gut sein. Lassen wir uns überraschen. Es gibt auf jeden Fall einen Bratapfel. Ich meine, um die Zeit, Bratapfel mit Vanilleeis reicht ein schönes Eis. Süppchen vom Mango. Auch nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall ein neues Menü. Wird wenigstens gewechselt bei der Swiss. Alle Vierteljahr, alle 4 Monate. Das finde ich schon sehr wenig. Weil dann kann man auch nur 4-mal mit der Swiss fliegen. Ja, ist doch ganz einfach. Ich will doch nicht permanent dasselbe essen. Die Luise ist lecker. Ich sehe da drüben die 340. Lufthansa fliegt gerade nach Singapur. Ist ja kein Vergleich zu 380. Also wir lassen den Traum beginnen. Der Traum in First Class bleibt es natürlich weiterhin. Die Macadamia sind gut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die verantwortlichen Flugbegleiter auf ihrem heutigen Flug. Wow. Ich begrüße Sie gemeinsam mit unserem Team in der Kabine. Und ich meine, der Kapitän kam persönlich. Das ist schon wahr. I saw the light of heaven. In your blue eyes, I hear your sweet soft laughing, and a little bit of love into mine. I know I'm feeling strange today, it's Friday afternoon. Guess I'm dreaming here or stay, waiting for the moon. Where
inside and take your time. Please be kind and stay here for a while. I saw the light of heaven deep in your blue eyes. I hear your sweet soft laughing and a little bit of love come to my mind. I'm just dreaming about the next time, date, and place. Day after day I'm looking for the chance to see you soon. I think I may go crazy on a Sunday afternoon. I saw the light of heaven deep in your blue eyes. I hear your sweet soft laughing. Guten Morgen, meine Lieben. Der Hon ist aufgewacht und ist bereit für ein super Frühstück an Bord, wie wir das ja kennen und lieben und schätzen. Hier steht wundervoll Guten Morgen und wir servieren Ihnen gerne ein leckeres Frühstück. Und damit geht's jetzt los. So, der Hon hat mal geklingelt und hat gesagt, es geht los. Wir brauchen jetzt ein schönes Frühstück. Und das bedeutet, der Tisch wird jetzt erstmal schön eingedeckt. Ich brauche ja immer erstmal ein Gläschen Wasser morgens, ist ja klar. Da habe ich schon fast die ganze Buttel leer. Also an Bord trinke ich unglaublich viel Wasser. Ist natürlich gut. Aber man muss natürlich auch viel aufs Klo. Okay, nicht zu oft, aber doch oft. Ich finde, mein Plätzchen sieht gut aus. Morgendliche Temperatur ist schon etwas gesenkt worden. Was hat mich auf dem Flug begeistert? Was hat mich sozusagen... Oh, jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde gerne... Mach den Tisch. Ja. Ich würde mich gerne auf ein Frühstück einlassen und sozusagen den exzellenten Service vom ersten Teil jetzt im Frühstücksbereich weiterführen lassen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, aber ich hoffe doch. Ich bin offensichtlich... optimistisch. Ja. Offensichtlich optimistisch. Ein Rührei, klassisch. Ja, schönes mit Rührei Speck. Mit Speck und Schnittlauch. Ich würde sagen, schöner Orangensaft, frisch gepressten. Ein Smoothie. Protein-Müsli. Bisschen Protein-Müsli, ja. Möchten Sie das mit Milch oder mit Joghurt? Mit ein bisschen Milch, aber ganz wenig. Also wirklich. Ich packe mir das an. Genau. Natürlich die ganzen Früchte, die es da so gibt. Ein bisschen Gouda, ein bisschen Käse. Und wir haben Lachs heute. Gravid Lachs haben wir. Wenn sehr der lecker first ist. Class. Ist ja first class. dann nehme ich zwei Gravid Lachs dazu. Dann macht einen kleinen Teller mit Lachs. Und ein bisschen Gouda. Gouda, ein bisschen Schinken haben wir auch, ne? Schwarzwälder Schinken. Genau, Brie auch, darf Brie dabei sein? Ja, das darf alles dabei sein. Doch. Schon. Ist ja schade, wenn ich was vermisse nachher. Das Rührei haben wir schon besprochen. Genau. Ein bisschen Brot dazu. Klar. Ist eine klassische Beilage. Klar. Bitte keine Zwiebeln. Aber Butter, Marmelade? Butter wie bei Mutter. Marmelade ist wichtig, ja. Ja? So zum Abschluss, so ein bisschen Marmelade ist immer. Wir haben ja noch dieses süße Schokoladenzeug, aber heute muss das nicht sein. Heute klassisches Frühstück. Ich begebe mich in Ihre Frühstückshändel. Der Tisch gehört Ihnen. Möchten Sie einen Kaffee? Oder einen Cappuccino? Einen Espresso? Habe ich letztes Mal fast vergessen. Sie haben dran gedacht. Es spricht noch einmal für Ihren exzellenten Service. Einen schönen Cappuccino. Ich habe da ja immer einen Wunsch, ob Sie mir die Tasse, die kalte Tasse, mit ein bisschen heißem Wasser vorher ausspülen. Machen wir eigentlich immer. Ich habe zwei Varianten. Die eine Variante ist, sage ich nichts, dann ist es kalt. Kommt die Tasse kalt. Sage ich was, ist so reißend. Kommt immer der Satz,
Das machen wir ja selbstverständlich. Es ist ein Running Gag. Also ich mache das ja schon länger. Ja, und wer das sozusagen ja schon länger verfolgt, brüllt jedes Mal und schreibt dann, das ist jetzt aber ein Running Gag, weil das wirklich ein Klassiker ist. Wie der Klassiker, man will was essen und die Turbulenzen beginnen. Das Klassiker. Ist leider, das ist klassisch. Ja. Leider. Aber ich muss sagen, der Service war heute wieder... Das ist ja noch nicht zu Ende. Der Startschuss ist gegeben. Danke. Ist ein Träumchen. Wirklich, wir haben... Das sind diese diese Glücksmomente. Und jetzt zeige ich mal, wie das hier so gedeckt wird. Es geht schon mit einem Wow los. Der Horn muss immer nachjustieren, das ist ganz klar. Ich sage immer, ich muss immer nachjustieren. Das ist Klassiker auch bei mir, weil ich habe letztens zum Beispiel, hat jemand gesagt, warum hast du da nicht das Lufthansa vorne hingestellt? Die sind aufmerksam. Stimmt, ja. Also diese Follower da, schauen natürlich. Die sind aufmerksam. Die sagen, ja, wenn das Glas nicht so stimmt. Nicht zu Ihnen. Ich gewöhne mich ja dran. Ja. Also, weiter im Text. So, wir haben wieder unseren First Class Stempel falsch rumgelegt. Guck mal, falsch rum. Da haben wir den First Class Stempel falsch rum. Ich meine, das ist natürlich ein No-Go, ne? Tellerchen. Jetzt müssen wir uns viel Platz machen. Hier kommt ja noch der Rest. Jeden Moment und dann... aber diese Freuden sind wundervoll. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde bis zur Landung, sodass man in aller Ruhe in der First noch eine halbe Stunde hat zum Frühstücken. Dann wird schon wieder abgeräumt. Dann geht es zur Landung, dann hat man seine Papiere. Entweder man immigriert, dann braucht man natürlich die Immigration. Wenn man nicht immigriert, sondern im Transit bleibt. Transit ist dann sozusagen die Weiterfahrt. Und der Horn ist ja in der Transit. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich auf jeden Fall versuchen möchte, etwas zu machen, was ich komme an und will direkt weiterfliegen. Das habe ich dieses Mal, mache ich das. Also für euch. Normalerweise würde ich das nie machen, weil es immer entspannter ist, jetzt anzukommen, dann ins Hotel zu gehen, sich zu akklimatisieren, einen schönen Schlaf zu haben, am nächsten Tag weiterzuhauen. Aber ich habe mir jetzt gesagt, okay, wenn wir von der Seite gucken, aber da habe ich oft ein bisschen dunkel. Ich muss mal von der Seite gucken, so ist das geschehen. Habe ich also, also dieses Internetsystem ist hier an Bord, ist wirklich krank. Day after day I'm looking. Yes to the world.